Es ist der zweite Hilferuf eines Gasversorgers an die Bundesregierung. Nach Unipa hat nun auch die Verbundnetz Gas AG, kurz VNG, mit Hauptsitz Leipzig Staatshilfen beantragt. Das ist auf vielen Ebenen eine Hiobsbotschaft. Die VNG versorgt hunderte Stadtwerke und Industriebetriebe mit Gas. Millionen Menschen, vor allem in Ostdeutschland, sind von der VNG abhängig. Auch Kommunen sind betroffen. Als Miteigentümer von VNG drohen ihnen hohe Steuerverluste. Und auch für die Energiewende könnte es ein Rückschlag sein. Denn VNG spielt eine gewichtige Rolle beim Strukturaufbau für grünen Wasserstoff. Es ist ein weiterer Gasimporteur, der wegen steigender Energiepreise in finanzielle Schieflage gerät. Nach dem Gasriesen Uniper beantragt nun auch der größte ostdeutsche Gasversorger VNG staatliche Unterstützung. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte den Eingang des Antrags auf sogenannte Stabilisierungsmaßnahmen. Von Konzernseite heißt es, Vorlieferanten würden ihre Lieferverpflichtungen nicht einhalten. Das Unternehmen müsse nun Gas zu deutlich höheren Preisen auf den Energiemärkten nachkaufen, als in den ursprünglichen Kontrakten vereinbart. Vor der Kamera will sich der Konzern nicht äußern, erklärt aber schriftlich, Ziel der Staatshilfen sei, weiteren Schaden von VNG abzuwenden und die Handlungsfähigkeit des VNG-Konzerns insgesamt zu sichern. Die VNG betreibt ein weit verzweigtes Gasleitungsnetz, vor allem in Ostdeutschland. Insgesamt 7.700 Kilometer lang. Die Probleme bei VNG könnten letztlich 14 Millionen Menschen treffen. So viele Kunden zählen in Summe die 400 Stadtwerke und Industrieanlagen, die von VNG mit Gas beliefert werden. Viele Städte wie Leipzig, Chemnitz oder Wittenberg sind außerdem Anteilseigner von VNG. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung zeigt sich nicht nur deshalb besorgt. Die VNG ist ein strukturbestimmendes Unternehmen von ungeheurer Bedeutung für Leipzig, für Mitteldeutschland, ja, für ganz Ostdeutschland. Es ist das größte Unternehmen Ostdeutschlands, kerngesund bis zum Ausbruch des Krieges. Und wenn das wackelt, dann tut das unserer Wirtschaft unglaublich weh. Steuereinnahmen, Arbeitsplätze, insgesamt die Situation zieht ganz, ganz vieles nach sich. Es wäre eine Katastrophe, wenn die VNG wirklich in die Insolvenz ginge. Dennoch stößt der Hilferuf der VNG teilweise auf Kritik. Der Konzern gehört zur EnBW, einem der größten Energieversorger Deutschlands, der für dieses Jahr einen Milliardengewinn in Aussicht gestellt hat. Und darüber sprechen wir jetzt mit dem Düsseldorfer Energiemarktexperten Andreas Schröder. Guten Abend. Guten Abend. Mit 15 Milliarden hat der Staat beim Gasversorger Unipa bereits geholfen. Warum sollte oder müsste er das nun auch bei VNG tun? Auch VNG steckt ja jetzt in der Bredouille, weil eben russische Lieferungen ausfallen. Zuletzt der Liefervertrag mit Gazprom Export, weil die Nord Stream 1 eben ausfällt. Und VNG ist systemrelevant und auch strukturrelevant in Mitteldeutschland, vor allem in Sachsen. Viele Stadtwerke hängen ja dran. Und da ist der Staat auch gefordert, da eben einzuschreiten. Es gab schon eine Kreditfazilität, die auch bereitgestellt wurde, staatlicherseits vom KfW. Aber das reicht eben nicht, weil die Preise jetzt nochmal angestiegen sind im August und weil die Lieferungen eben noch weiter ausgefallen sind durch diesen Nord Stream 1 Ausfall. Heute haben die Energieminister in der EU nach einer gesamteuropäischen Lösung gesucht. Herausgekommen ist ein möglicher Preisdeckel für Gas. Beschlossen wurde aber nichts. Wird Deutschland mit seinem Gasproblem auf absehbare Zeit also allein bleiben? Ja, zunächst einmal ist ja Energiepolitik auch Sache der Mitgliedstaaten und somit muss Deutschland so entscheiden. Es tut das in Abstimmung mit anderen Staaten, aber es ist sehr schwierig, auf europäischer Ebene Einigkeit herzustellen. Gerade bei so einem Gaspreisdeckel für russisches Gas etwa. Das muss unter Sanktionsregime laufen, da muss man auch Ungarn an Bord bekommen und das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Zudem muss man sich auch noch einigen auf einen bestimmten Preis. Ich glaube, da steht Deutschland erst einmal alleine da, muss eben Maßnahmen so auch jetzt in Schnelligkeit treffen. Sagt der Energiemarktexperte Andreas Schröder. Vielen Dank. Danke. Okay.